Darauf schalten, ey. Leuchte die Lampe. Wir hören die Glocke bereits. Jo, guten Morgen, Leute. Ich bin wieder da bei Rico. MGP Central, Fechter City. Yeah. Bin gestern Abend hier angekommen. Erstmal noch eine Shisha geraucht und dann noch ein bisschen gechillt. Was haben wir uns angeguckt? Inception, ne? Ja, mit Leonardo DiCaprio. Ja. War ein guter Film, leider hat er für den damals keinen Oscar bekommen. Aber jetzt hat er endlich einen bekommen. Leute, Leonardo's King. Und jetzt bist du gerade gepennt. Jetzt auf nüchternen Magen, dann gleich Cardio. Danach gibt es ein bisschen was zu essen. Später gehen wir noch ins Nava, in die Diskothek hier. EDM-Festival, richtig nice. Und ansonsten nehme ich euch mit durch den Tag. Ey, wir waren früher schon mehr shredded als sonst, ne? Ja, auf jeden Fall, Mann. Da haben wir viel mehr Cardio geballert, ne? Fußball und so. Ich habe Bilder gesehen, Leute. Ich blende euch mal hier eins ein. Das ist 3,5, 4 Jahre her. Da war ich trocken als auf dem Wettkampf. Eigentlich ist es schon schlimm, oder? Kennst du noch mein Bild, wo ich auf der Bühne stand mit meiner pinken Unterhose? Ja. Ja, das war auch schon wieder. Wie sieht aus so? Du warst ein richtiger Lauch, Alter. Ja, keine Muskeln, nicht. Nur Bauchmuskeln, nicht Brust. Voll der Fisch. Hallo. Gewonnen. Bevor der durchs Ziel. 533 Kalorien. Steht da, ich bin doch nicht. Trotzdem gut, ey. Aufs Subway, oder? Ja. If it fits your macros, oder? You know what I mean. Ist Subway dirty oder clean, Rico? Erzähl mal. Für mich ist alles clean, Mann. Ich glaube, es ist zu dirty. Hier ist auch Schweinedinger. Gibt's Käse? Nein. Doppelt Fleisch. Jetzt gibt's erstmal ein schickes Subway. Und zwar mit Turkey and Ham, Doppel Turkey and Ham, Salat, Tomaten, Jalapenos, Light Mayonnaise und Honey Oat Brot. Die Makros werde ich euch gleich sagen, weil ich muss noch nachchecken. Ich hatte erst Roasted Chicken eingetragen, aber jetzt hatte ich Bock auf Turkey and Ham. Was gibt's bei dir? Jo Leute, bei mir gibt's Chicken Teriyaki, Homemade Mayonnaise Light, Jalapeno Salat, Gurken und dreifach Salz, Pfeffer. Eklige Gurken. Ne? Nee, die normale Gurken. Eklige Gurken. Normale Gurken. Tomaten sind besser. Und die meisten Kalorien von den beiden haben jetzt die meine Cola Zero. Ich finde, wenn du da reinbeißt, Digga, das reicht auch für ein kleines Zimmer. Hm? Ich finde, wenn du da reinbeißt. Bestes Semi-Clean-Food ever. Subway. Ja. Jeder, der sagt, das ist dirty, da sage ich nichts dazu. Pink bist du? Da macht für mich 200. Und so ein Grill, Alter. Kann ich nur empfehlen, Mann. Weil das dauert 5 Minuten. Chill dich weg, ey. Bei so einem Kontaktgrill spart euch natürlich das Öl. Beziehungsweise je nachdem, was ihr benutzt. Ich benutze mal auch einmal Polynes in der Pfanne, ey. Ja, weiter, wir haben gesehen. Besten. Buttergeschmack, Leute, Buttergeschmack. Kann ich nur empfehlen. Und wo ist das Gemüse, Rico? Ja, warte mal, warte mal, ob man es hat. Weiße Schoko, Haselnuss, Schoko. Haselnuss. Das ist lecker, oder? Ja, aber hat zu viele Kalorien, ne? Ich würde es immer kosten.
Also für einen kleinen Hunger zwischendurch sind diese Corny Freeze eigentlich ganz geil. Und zwar hat ein Riegel nur 71 Kalorien. Und das kann man sich durchaus mal gönnen. Die haben sogar noch weniger Kalorien, die hier. Weiße Schokolade. Die haben, glaube ich, 67, also so um die 70 Kalorien. Um die 70 Kalorien, also. Richtig nice. Was gibt's bei dir jetzt? Das ist ja nachher sehen. Nur das Eis? Nur das Eis. Ein Energy Drink oder so? Habe ich noch. Monster? Booster. Das schmeckt scheiße. Ich mag den. Ich will mal gucken, ob ich einen finde. Monster. Zero. Zero. Ja, Leute, bei mir gibt es jetzt gleich vom Sport. Das ist gleich vom Sport. Immer so 2 Stunden vom Sport ist meine letzte Mahlzeit. Schön Pump natürlich, schön Ben & Jerry's. Cookie Duff. 290 Kalorien. Cookie Dough. Cookie Duff. Cookie Dough. Ja, Digga, egal, Mann. Aber 219 Kalorien passen immer rein. Ich will zu Makros, you know. So Leute, jetzt sitzen wir hier bei Rico, er hat einen schönen Kopf gebaut, Cold Peach und jetzt werden die Cornys hier gegessen. Wie schon gesagt, ein Corny hat 71 Kalorien, passt voll in die Makros. Für die Leute, die schon wieder sagen, das ist mega dirty jetzt und so. ein Riegel hat nur 0,3 Gramm Carbs, ne, nur mal so, also Zucker. Kohlenhydrat hat ein Riegel 13,3, Fett hat einer nur 2,3. Also, und Eiweiß? Die sind absolut legit. Ja, nicht viel, 1,5 Gramm. nicht der Rede wert. So Leute, Post-Workout-mäßig gab es vorhin ein zweites Sub, dieses Mal aber mit Roasted Chicken und weniger Kalorien, also habe ich heute schon 2 Subs gegessen, aber absolut kein Problem. Ich laufe heute auf 2300 Kalorien aus, wir haben es jetzt kurz nach 10, Viertel nach 10, wir gehen später ja noch feiern, dementsprechend ist es ja sozusagen eine zweite Cardio-Einheit, die natürlich über mehrere Stunden geht, also ich denke mal, so 4 Stunden rumzappeln liegt wohl drin, oder? Rico, was meinst du? Bruder. Normal. Normal. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt noch einen Quark mit ein paar Beeren. 150 Gramm Beeren. Das Ganze habe ich hier mal kurz auf die Heizung gestellt, damit es schneller auftaut, weil das sind gefrorene Beeren. Und mein Quark, der steht hier, den rühre ich gerade an. Ich verdünne ihn gerade mit Wasser. Und dann kommt das hier dazu, und zwar ist das Royal Flavor Chocolate, ultra geil, findet ihr auch beim Mixed Body Shop, Link ist in der Beschreibung.
Und wenn er jetzt mal ranzoomen würde, so passt. Das kommt da jetzt rein. Endergebnis seht ihr gleich. Und Jakob ist auch schon fleißig am Tracken, oder? Das ist sozusagen der nordische Viking hier. Der braucht das. Ich denke mal, der gibt sich ein paar Vitabix. Aber hallo, Junge, aber hallo. Wir sind jetzt wieder zurück. Es ist jetzt 4:30 oder so, ne? Stimmt gar nicht. Doch, 4:30. Einmal, das ist alles noch vor Nava noch liegt. Was laberst du für Scheiße, Alter? Zeig dir in Ruhe. Also hier. Ja. Ne, es ist 4:30. Und wir chillen jetzt hier noch kurz und dann gehen wir ins Bett. Nava war, geht so. Nicht so, ey. Ab 16 plus und nicht so unser Ding, ey. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe euch durch den kompletten Tag mitgenommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Schaut bei Rico auch mal vorbei. Und schaut nicht bei Rico vorbei. Und bringen wir mal Low Cabrigo mit. Letzten, Alter. Ja, okay, dann nicht. Wir teilen uns den, ja? Nein, ist nur alleine. Wir sind Brüderziger. Nein, ich will keine Kalorien mehr. Nimm jetzt mal einen Müllriegel hier. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao. Was soll der Scheiß, Alter? Ich will den nicht. Ja, zu spät.